Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit dem FC Bayern München. Und heute gibt's einen richtigen Knaller: DFB-Pokal, Halbfinale, Bayern gegen Schalke. Was kann man sich Besseres wünschen, als diese beiden Teams im Halbfinale gegeneinander zu sehen? Absolutes Topspiel, und wir schauen mal ganz kurz auf die Begegnungen. Also Halbfinale Bayern gegen Schalke und auf der anderen Seite Gladbach gegen Stuttgart. Ja, wir werden auf jeden Fall gespannt sein, wer weiterkommen wird. Wir freuen uns auf ein extrem spannendes Spiel und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Wir spielen in Schalke in der Felddienstarena. Da sind wir auf jeden Fall schon extrem heiß drauf. Und dann würde ich sagen, genug gelabert. Jetzt geht's los. Der Knaller im DFB-Pokal. Bayern gegen Schalke. Königsblau gegen den Rekordmeister. Los geht's. Finale, Finale. Ja, heute geht's ums DFB-Pokalfinale und damit herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Halbfinale. Eins der beiden Teams am heutigen Tage wird nach Berlin fahren dürfen ins große Finale. Aber nur ein Team, wie gesagt. Der FC Bayern München oder der FC Schalke. Die Felddienstarena-Typ ist auf den letzten Platz restlos ausverkauft. Und wir freuen uns heute auf ein packendes Spiel. Schöner Dienstagabend am heutigen Tage. Und wir freuen uns auf hoffentlich viele Tore, auf ein spannendes Spiel. Und auf einen Finalisten, der dann entweder gegen Gladbach oder gegen Stuttgart ran darf. Die Bayern momentan in der Form ihres Lebens. Letzte Woche den FC Chelsea aus der Champions League im Viertelfinale rausgeschmissen. Mit 3:1 in London gewonnen. Und hier sehen wir jetzt erstmal die Aufstellung vom FC Schalke 04. Vorne Choupo-Moting und Di Santo. Sané links, Sidney Sam rechts, Höger und Geis zentral. Fährmann im Tor, Matip und Hövedes in der Abwehr. Und hier sehen wir den kleinen mitgereisten Fanblock der Bayern, aber die machen hier auch eine Bombenstimmung in den Stadion rein. So, Aufstellung vom FC Bayern München. Leichte Veränderung im Gegensatz zum Spiel gegen den FC Chelsea. Vorne Costa, Lewandowski, Robben ist gleich geblieben. Götze ist neu und Rode auch, weil Alonso und Thiago, der Matchwinner Thiago, dürfen draußen bleiben. Sonst ist alles gleich geblieben. Und hier sehen wir, Schalke sortiert sich schon mal. Es wird ein spannendes Spiel. Eins der beiden Teams darf nach Berlin. Und der andere, ja, der ist knapp vom Ziel gescheitert. Neuer macht sich auch noch eine Warnung. Und jetzt würde ich sagen, jetzt legen wir los. Jetzt legen wir los. Zeit fürs Halbfinale. Bayern gegen Schalke, der Kracher im Halbfinale des DFB-Pokals. Wer schafft's? Wer fliegt raus in 90 Minuten? Oder vielleicht auch erst nach dem Elfmeterschießen. Dann sind wir schlauer. Die Bayern sind natürlich der Favorit. Die Bundesliga beherrscht und momentan der Form ihres Lebens. Der beste Bayern, der beste FC Bayern München vielleicht der Welt. Wer weiß das schon. So, Lewandowski legt vor für Costa, Costa zu Rode. Rode mit der ersten ganz guten Chance. Schön kombiniert von den Bayern. Und Sebastian Rode, der heute den Stammplatz bekommen hat, weil Xabi Alonso nicht ganz fit ist. Mit der ersten ganz großen Chance. Er erwischt den Ball eigentlich nicht schlecht, aber Fährmann mit Glanzparade. Es gibt direkt den ersten Eckball für die Bayern. So, jetzt ist die Frage, wohin? Philipp Lahm bringt die Ecke rein, bringt sie weit rein. Das war ein bisschen nix, da ist Geis auf jeden Fall hier dazwischen. Jetzt Sidney Sam gegen Arturo Vidal, spielt er schon mal zurück. Und jetzt wieder Sebastian Geis am Ball. Weiter geht's. Oh, und dann schön hier gedrückt von Arturo Vidal. Vidal zu Rode, ging gerade zu gut und jetzt Götze. Jetzt zu Robben, Robben will vor Bayern Aogo, Dennis Aogo gegen Robben. Heißes Duell, weiter geht's erstmal zu Philipp Lahm. So, Lahm zu Rode. Und jetzt spielen die Bayern schon wieder hin. Wollen natürlich neu sortiert aufbauen. Dann sagt der Schiri, ja, war ein V-Spiel. Das habe ich auf den ersten Blick gar nicht gesehen. Spiel geht schnell weiter. Rode wieder am Ball. Rode zu Götze. Götze zu Vidal. Vidal sieht aus wie der Costa. Und Costa kommt ja schon fast wieder hin. Aber Schalke steht bis jetzt hin nur gut drin. Aber wir merken schon, die Bayern drücken. Der FC Bayern München drückt hier auf das 1:0. Schalke tut sich sehr schwer beim Spielaufbau, weil die Bayern eben so früh angreifen und Schalke lässt sich scheinbar leicht hinten reindrücken. Jetzt ein weiter Ball nach vorne und der kommt an. Und der kommt an und dann schläft Alaba ein bisschen. Martinez muss jetzt aus der Mitte raus. Und Faustspiel und... Kein Faustspiel? War es eine Schwalbe? Ich weiß es nicht. Schwer zu sehen, vielleicht eine Wiederholung nochmal. Jetzt auf jeden Fall Douglas Costa. Costa will hier vorbei, kommt vorbei an Cisara. Jetzt fällt mir der Scheiße Flanke in der Mitte. Ist Lewandowski. Oh, der Verteidiger springt vorbei. Also heißes Spiel bis jetzt. Aber das ist kein Foulspiel, war. Das wundert mich ein bisschen. Vielleicht war es wirklich eine Schwalbe. So, Einwurf gibt's für die Bayern. Mario Götze schnappt sie direkt den Ball und ab geht's zu Alaba. Alaba mit der Möglichkeit des Seitenwechsels findet Philipp Lahm. Lahm, weiter geht's zu Rode. Rode will wieder zu
Philipp Lahm spielen. Ball geht jetzt aus. Nochmal ein Uhr für die Bayern. Das ist die ersten 15 Minuten. Die gehören hier eindeutig dem FC Bayern München. Sie drücken und sind bis jetzt überlegen. Aber Philipp Lahm mit dem leichten Ballverlust gegen Dennis Aogo. Und dann kommt Philipp Lahm nicht hier hinterher, hier geschwindigkeitsmäßig. Aber dann holt er sich den Ball von Choupo-Moting. Und wieder der FC Bayern München am Ball. Über David Alaba. Aber Schalke steht jetzt mittlerweile auch ganz gut. Nächster Seitenwechsel ist Philipp Lahm. Und Lahm schickt hier Robben auf die Reise. Robben, den kriegt er noch. So, jetzt Arjen Robben. Zieht er erstmal zurück. Weiter geht zu Philipp Lahm. Lahm zu Rode. Und Rode sucht Mario Götze. Findet ihn auch. Jetzt Mario Götze. Götze. Da ist Costa. Da ist Lewandowski. Jetzt sieht er erstmal Arturo Vidal. Vidal zu Lewandowski. Die Bayern spielen jetzt gefährlich. Jetzt Rode. Rode schickt Lewandowski. Lewandowski mit der Chance. Abgefälscht. Da kommt nur Vidal. Vidal fällt im 16er. Nein, das ist auch kein Elfer. So leicht gibt es ja keine Elfer bei diesem Schiri. Das haben wir jetzt gelernt in diesen ersten 25 Minuten. Aber gute Chance für die Bayern. Und der Gegenangriff landet direkt im Aus. Einwurf wieder für den deutschen Rekordpokalsieger. Jetzt Alaba. Weiter geht's zu Mario Götze. Götze zu Rode, oben ist wieder Vidal. Es spielt bis jetzt nur der FC Bayern München, aber es steht immer noch 0:0. Somit tut Schalke nicht so sehr weh. Schalke braucht hier nur einen guten Moment und dann wird es gefährlich. So, und jetzt mal ein Fehlpass von Rode im Spielaufbau. Und jetzt müsste Schalke das mal nutzen, aber Philipp Lahm passt das super auf. Und jetzt Robben, weiter geht's zu Philipp Lahm. Der schickt Vidal und der zu Robert Lewandowski. So, Lewandowski, Lewandowski zu Costa, guter Ball, jetzt Douglas Costa. Costa, Costa ist jetzt gefährlich, aber Costa wird hier mit einer exzellenten Grätsche vom Ball getrennt. Es bleibt spannend. Schalke wackelt, aber die Bayern schaffen es bis jetzt noch nicht so richtig, Torgefahr auszustrahlen. Klar, sie sind immer brandgefährlich vom Tor, aber so richtig den Abschluss finden sie ja noch nicht. So, Vorspiel in der Mitte, deswegen Freistoß für den FC Schalke. Ja, da will er ein bisschen seine Kollegen anheizen, denn was der FC Schalke momentan bietet, ist offensiv nicht viel wert. Aber defensiv dafür umso besser. Sidney Sam jetzt mit dem Freistoß in den 16er und der kommt zu Martel. Gute Chance hier für den FC Schalke und es ist, glaube ich, ein Eckball für die, jawohl, Eckball für Königsblau. Jetzt wird's gefährlich. Geis. Geis mit der Chance, Neuer auf Abwägen, Neuer macht das ganz, ganz sicher. So, und jetzt Manuel legt den Ball zurecht und jetzt soll es schnell gehen. Über Alaba. Alaba, da geht Rode mit, da ist Costa mit dabei. Konterchance für die Bayern jetzt. Über Douglas Costa. Costa mit dem Ball zu Rode. Zu weit, Fährmann ist da. Fährmann ist zur Stelle. Unglaublich. Schöner Ball von Costa, aber Fährmann rechtzeitig zur Stelle. Das war eine gute Chance für die Bayern hier, aber Schalke steht gut. So, jetzt Leroy Sané. Sané, wo will er jetzt hin? Schöner Ball in die Mitte, da ist Alaba, kann gut abwehren. Jetzt Rode. Ja, da geht's zu Douglas Costa. Costa macht schon wieder richtig Dampf hier mit dem Seitenwechsel. Wunderschöner Ball und Robben holt sich den Ball runter. So, jetzt Robben. Gegen Aogo, Robben spielt durch zu Lewandowski. Lewandowski, aber Rode kommt nicht mehr ran. Ja, irgendwie klemmt es ja bei den Bayern ein bisschen im Sturm. Die Chancen wären ja da, aber irgendwie im Abschluss. Der letzte Pass, der fehlt meistens. Und jetzt Sidney Sam. Schalke probiert es mal wieder, aber bleibt hier an Douglas Costa direkt hängen im Mittelfeld. Und jetzt mal Mario Götze mit nach vorne. Götze. Götze. Oh, das ist ein Foul. Was? Das ist kein Foulspiel hier. Aber das ist eins. Ja, klar. Und das ist wahrscheinlich auch nur rot. Oh, Vidal. Vidal, Vidal, Vidal. Von hinten rein. Der Schiri zeigt gelb. Glück hier für Arturo Vidal, aber das war wahrscheinlich die Revanche für das Foul an Mario Götze, weil es nicht gepfiffen wurde. 41. Minute, erst die unschöne Aktion hier im Spiel. Arturo Vidal holt seinen Gegenspieler Dennis Aogo massiv von den Beinen. Ja, ja, Glück, dass das hier nicht der andere Karton ist. Sonst sind die Beine auf einmal zu 10 unterwegs. So, Freistoß Schalke. Kommt irgendwie zu Leroy Sané. Sané gegen Laporte im Lauf. Oh, Laporte! Stark gemacht. Aber Sané lässt sich das nicht direkt gefallen. Aber trotzdem die Bayern wieder am Ball. Über Rode. Rode mit dem Ball zu Alaba. Nachspielzeit läuft von der ersten Halbzeit. Die Bayern sind mehr als überlegen. Laut Statistik. Aber es steht immer noch 0:0. Nächster Bayern-Spieler, was liegt diesmal? Oh, und jetzt wird es ein bisschen ruppiger. Nächstes Foulspiel von Bayern. Also wenn ein Bayern-Spieler liegt, läuft das Spiel weiter. Wenn ein Schalke-Spieler liegt, dann war es ein Foulspiel. Naja, so, und hier sehen wir es beim nächsten Mal. Da muss der FC Schalke im
Europa League ist, ja genau. Europa League gegen Athletic Bilbao ran. Ja, das wird auch ein heißes Ding für Schalke. Die haben eine gute Chance, hier in der Europa League weiterzukommen. Und jetzt wieder Schalke im 16er mal wieder. Sydney Sam, ganz Schweifflanke. Philipp Lahm klärt. Robin jetzt gegen Sané. Und das war's mit der ersten Halbzeit hier aus der Veltins Arena. Spannend ist es allemal. Tore haben wir allerdings noch nicht gesehen. 0:0 zur Halbzeitpause zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04. Ja, die Bayern hatten gute Chancen. Schalke hat sie ein bisschen was zugetraut am Ende dieser Halbzeit. Aber mal schauen, wie die zweite Halbzeit so wird. Einen Sieger muss es heute geben. So viel ist klar. Irgendeiner muss hier weiterkommen. Egal wie weit es geht, ob Verlängerung oder vielleicht sogar ins Elfmeterschießen. Irgendeiner wird es schon schaffen. So, die Bayern. Ja, puh, was soll man dazu sagen? Fitnessmäßig schaut es eigentlich nur ganz ordentlich aus, dann würde ich sagen. Vidal hat schon Gabi. Ich kenne Vidal. Vidal fliegt mir sauber vom Platz. Ich will eigentlich Thiago einwechseln, aber. Wir bringen Thiago für Rode. Ja. Also, Sebastian Rode muss draußen bleiben. Der Zauberfuß, der Matchwinner gegen den FC Chelsea kommt. Es ist Thiago Alcantara, der jetzt den Platz betritt. Momentan überragend in Form. Mal schauen, ob er hier vielleicht auch was zum Spiel beigeben kann. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Die zweite Halbzeit läuft der FC Bayern München gegen den FC Schalke. Zur Halbzeitpause 0:0. Die Bayern waren das überlegenere Team, möchte man mal so sagen. Sie waren nicht zwingend torgefährlich, aber sie waren überlegen und jetzt kommt es über Lewandowski. Lewandowski zu Vidal, 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 Vidal! Ein, das gibt's doch nicht! Arturo Vidal mit der 100%igen Chance, da kommt er einmal durch. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Etwa ist der Ball ihm vom Spann gerutscht. Riesenchance hier auf jeden Fall für den FC Bayern München. Mega Dusel hier für Fährmann und dem FC Schalke 04. Das hätte es sein müssen! Das wäre der optimale Start in die zweite Halbzeit gewesen, aber Arturo Vidal vergibt furios. Wahnsinn. Riesenchance hier und jetzt sind wir gespannt, wie es weitergehen wird. Also Bayern startet genauso, wie sie die erste Halbzeit aufgehört haben, mit Druck und sogar mit der ersten richtig, eigentlich mit der größten Torchance bis jetzt. So, Götze holt sich den Ball hier von Cisara. Weiter geht's, zurück erstmal, da ist Costa, das ist wieder ein Foul. Das ist doch ein Foulspiel. Ja, der Schiri entscheidet sehr, sehr spät am heutigen Tage. Foulspiel richtig gesehen, Sydney Sam. Freistoß für die Bayern. Und dann geht es weiter über Mario Götze. Der sieht Thiago. So, jetzt sind wir mal gespannt, was Thiago hier und heute ausrichten kann. Chelsea hat er in die Knie gezwungen. So, jetzt Lewandowski mit dem Dreher. Lewandowski probiert es. Robin am Ball. Robin im 16er. Arjen Robin. Robin mit der Flanke. Die ist gut, aber dann ist Fährmann dazwischen, Costa nochmal ein Kopfballduell, kann sie hier zumindest den Ball holen. Jetzt Alaba. Bayern bleibt dran. Weiter geht's zu Costa, Costa zu Alaba, gut gespielt. Alaba, Alaba, Alaba. Flanke kommt irgendwie durch. Da ist Thiago schon wieder. Thiago fällt. Ich glaube, da war ein bisschen viel Verwirrung gerade dabei bei diesem Angriff vom FC Bayern München. Also da war echt Verwirrung hoch 10. Und wieder die Bayern im Angriff über Arturo Vidal. Vidal, wohin? Erstmal raus zu Philipp Lahm. Und dann wieder zurück zu Vidal. Vidal sieht Thiago. Thiago mit dem Schuss. Der ist zu harmlos. Der ist zu harmlos. Da gelingt ihm diesmal nichts Gutes. Halbe Stunde ist hier noch zu spielen. Der fällt in die Arena. Die Bayern sind extrem überlegen in dieser zweiten Halbzeit. Fehler hier von Schalke. Einwurf Bayern. So, und es gibt den ersten Wechsel bei Königsblau. Es muss sich was tun. Franco Di Santo geht. Felix Platte, der Nachwuchsstürmer, kommt hier bei Schalke. Das ist auch kurios. In so einer Situation kommt ein Youngster. Naja, mal schauen. Vielleicht der richtige Wechsel bei Schalke. Vidal verliert den Ball nicht. Weiter geht's erstmal zu Thiago. So, Thiago, wohin? Thiago, weiter geht's zu Götze. Götze wieder zu Vidal. Oben geht Götze durch. Vidal aber erstmal die Augen auf sich. Arturo Vidal probiert's. War der abgefälscht? Scheinbar nicht. Nein, kein Eckball für die Bayern. Den erwischt Arturo Vidal nicht gut genug. Geht meilenweit am Tor vorbei, der Ball. Und hier nochmal. Ja, da hat er die 100%ige Chance gehabt. Ich weiß nicht, warum er den nicht reinmacht. Das war die 1000%ige Chance. So, oben sehen wir es. Fährmann muss mittlerweile ein bisschen mehr tun. Die Bayern erhöhen den Druck in dieser zweiten Halbzeit extrem. Schalke kommt gar nicht mehr hinten raus. Jetzt Costa. In der Mitte wieder mal Mario Götze. Götze wieder zu Arturo Vidal. So, jetzt Lewandowski. Jetzt die Riesenchance. Jetzt hier Lewandowski. Endlich. 65. Minute. Die Bayern treffen. Robert
Lewandowski, endlich. Zeit ist es geworden, die zweite Halbzeit dominiert und in der 66. Minute, da steppt letztendlich. Schöner Ball von Vidal in den Lauf von Lewandowski und der macht das eiskalt gegen Fährmann. Hämmert das Ding ins Netz rein, da ist die Führung für den FC Bayern München, die geht mehr als in Ordnung. Und der FC Bayern München führt. Robert Lewandowski mit dem Tor. Glanzpunkt der Bayern. 66. Minute, das ist das zweite Tor von Lewandowski. Alles klar. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Das zwei Tore, aber egal. Wichtig ist auf jeden Fall am heutigen Tag. Und jetzt hat hier der FC Schalke 04 24 Minuten Zeit, um das Spiel einmal um 180 Grad zu drehen. Sie müssen Meisterdreher spielen, denn die Bayern sind überlegen und sie kommen wieder über Lewandowski. Der ist jetzt nicht mehr zu bremsen. Matip holt der Lewandowski von den Beinen, aber Lewandowski war im Abseits. Also irgendwie ist Lewandowski dann doch zu stoppen. Im schlimmsten Fall durchs Abseits. Ja, richtige Entscheidung. Gibt Freistoß für Schalke. Aber bevor dieser Freistoß ausgeführt wird, Doppelwechsel beim FC Bayern München. Xabi Alonso und Thomas Müller kommen. Lewandowski, der goldene Torschütze bis jetzt am heutigen Tage, hier nochmal mit seinem Tor. Und Mario Götze geht raus. Hier nochmal der einzige Treffer im Hintergrund, hat man die Bayern-Fans gesehen, wie sie aufgesprungen sind und endlich durften sie jubeln. So, ein bisschen mehr als 20 Minuten noch zu spielen. Schalke muss drücken. Schalke muss irgendwie hier noch drin. Und jetzt hat Leroy Sané ein bisschen Platz auf seinem Flügel. Flanke ist aber nicht so gut. Wobei der Choupo-Moting noch fast rangekommen wäre, wenn der Manu noch nicht so exzellent zugegriffen hätte. So, jetzt Xabi Alonso. Und jetzt außen Douglas Costa. Costa gegen Caicedo. Lässt sich erstmal die Gegenspieler ein bisschen zappeln. Und dann kommt der Fehlpass hier von Costa und auf einmal sind die Bayern offen. Felix Platte legt sie den Ball zu weit vor. Nein, das geht noch. Flanke kommt rein, aber Manuel Neuer zu sicher. Nee. Schalke probiert es zumindest. Sie geben sich hier nicht kampflos geschlagen. Aber bis jetzt trägt das noch keine Früchte. So, Alonso mit dem Zauberball zu Costa. Jetzt Douglas Costa. Willst du exzellent probieren. Gelingt ihm aber nicht. Aber trotzdem bleiben die Bayern hier am Ball. Ich glaube, das wird hier nur eine ganz heiße Nummer werden. Jetzt wieder Costa. Ah, Ball geht nicht in die Mitte durch. Da war zwar Thiago gestanden, aber der bekommt den Ball in dieser Situation nicht. So, jetzt Alaba. Alaba drückt dann den Gegenspiel ein bisschen ins Aus. Ball geht auch ins Aus. Einwurf gibt es für die Bayern. Letzter Wechsel. Und es kommt, was ist denn das? Gasilin. Choupo-Moting muss raus. Gasilin kommt. Wo ist denn eigentlich Huntelaar? Spielt er nur bei Schalke? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt auf jeden Fall wieder mal der FC Bayern München. Wieder Einwurf für die Bayern. Die Zeit läuft Schalke davon. Was? So, haben die noch einen Wechsel? Haben die nicht schon dreimal? Oh, José Caleón kommt für Sidney Sam, der Ex-Real Madrid-Spieler. José Caleón. Oh, das ist jetzt, also jetzt wird es ein bisschen Vogelbild bei dem Wechsel bei Schalke. José Caleón. Und jetzt wird es auf einmal wieder richtig heiß hier. So, die Bayern versuchen dazwischen zu gehen. Schalke hält aber erstmal den Ball in den eigenen Reihen. Und dann Alonso, robust, hoher Ball in den 16er, Neuer sicher. Und dann sagt der Schiri, was? Freistoß für Schalke, Vorteil wurde abgepfiffen. Foulspiel von Xabi Alonso war es, der zu hart gezogen hat in dieser Situation. Jetzt Schalke vielleicht mit einer von den wenigen Torchancen jetzt in der zweiten Halbzeit. Hoher Ball in den 16er und da kommt der Ball Richtung Tor, aber Schalke verzweifelt. Benedikt Höwedes, der Weltmeister von 2014. Auch er kann hier heute nicht zaubern. Die Felddienst-Arena steht. Sie wollen ihren FC Schalke noch irgendwie ins Finale bringen. Irgendwie. Nur die Frage ist, wie? So, jetzt erstmal wieder Robin. Im Laufduell gegen Dennis Aogo. Da verliert Robin diesmal das Duell. Fährmann unter Druck gesetzt von Robin, aber macht er gut. Und jetzt Dennis Aogo. Ab geht's nach vorne. Da ist Leroy Sané. Sané wieder. Blickpunkt und jetzt Alaba, Alaba, da holen sich die Beine Ball, Fehlpass hier und Freistoß für Bayern, jawohl. Das gibt noch mal ein bisschen was an Zeit obendrauf. Und jetzt Freistoß, kurz ausgeführt, da ist Xabi Alonso. So, 5 Minuten sind es noch, die Bayern lassen das Spiel jetzt ein bisschen runter plätschern. Ist natürlich riskant, aber jetzt aber die Chance, da ist Thiago. Thiago Alcantara mit der Chance zur Entscheidung und Fährmann. Fährmann ahnt die Ecke und kann den Ball irgendwie rausfischen. Schöner Schuss hier von Thiago, trifft ihn aber nicht ganz optimal, sonst wäre er drin gewesen. Schade, Fährmann mit Glanzparade, Ecke für die Bayern.
So, kurze Variante. Haben wir schon länger gemacht. So, jetzt haben wir sogar ein bisschen Zeit. Costa, die kommt gut, aber ein bisschen... Ah, schade, aber jetzt Vidal bereitgestanden, aber Fährmann ahnt den Braten. Aber da ist keiner vorne. Das war ein bisschen die fehlentscheidende Situation, da den Ball so planlos rauszuhauen. Jetzt Alaba. Alaba gegen Platte macht er sehr gut. Alaba auf dem Weg nach vorne. Alaba nicht zu stoppen in dieser Situation. Da wird Alaba in der Mitte. Ist Müller. Flanke geht weit. Da ist Müller. Kommt allerdings nicht ran. So, und jetzt ein bisschen Kuddelmuddel. Robben ist schon wieder mittendrin. Nächste Chance. Müller wird hier geblockt. Und jetzt Schalke. Vielleicht die letzte Aktion. Vielleicht schon die letzte Aktion. Die Bayern-Fans stehen. Und Schalke muss hier noch irgendwie zaubern. So, Leroy Sané gegen Martinez. Martinez, und das müsste gewesen sein. Das müsste jetzt gewesen sein. So, Müller nochmal auf dem Weg nach vorne. Müller springt über den Gretchenspieler drüber. Aber dann war's das. Jawohl, das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Der FC Bayern München gewinnt 1:0 gegen den FC Schalke 04 und fährt damit nach Berlin. Die Bayern stehen in Berlin. Manuel Neuer steht gerade im Netz. Aber ist egal. Er wird auch nicht nach Berlin kommen. Egal wie stark das Netz ist. Es kann die Bayern nicht festhalten. Der FC Bayern München gewinnt dank des goldenen Tores von Robert Lewandowski. Hier in Schalke in der Felddienstarena. Es war ein anstrengendes Spiel. Die Bayern waren der zweiten Halbzeit überlegen. Zum Schluss war es noch ein bisschen kribbelig. Aber die Bayern haben es gepackt. Sie stehen im DFB-Pokal. Finale. Und damit haben sie immer noch die Chance auf das unglaubliche Triple. Die Bundesliga haben sie eigentlich schon so gut in der Tasche. DFB-Pokal im Finale. Und gegen wen? Das schauen wir uns jetzt gleich an. Hier nochmal ein paar schöne Bilder. Und dann schauen wir nochmal auf das Tor. Auf das goldene Tor. Da ist er durch. Martip macht den Fehler. Lässt hier Lewandowski durch. Schalke hat gut zusammengehalten. Aber irgendwann muss es scheppern. So, die Bayern statistikmäßig überlegen. Lewandowski nicht der beste Mann heute. Fährmann wird als bester Mann gekürt. Naja. So, und jetzt schauen wir dann gleich mal auf die Auslosung. Wer ist denn unser Gegner im Finale? Vielleicht Gladbach oder Stuttgart. Eine von beiden. Das schauen wir uns jetzt dann gleich an. Hier sehen wir es, das andere Spiel. Muss erst noch gespielt werden. Und ja, ich muss erst mal Training machen. Ich würde sagen, dann mache ich mal ganz kurz Training. Und dann gibt es erst... Ja, Spannungspunkt muss aufrechterhalten werden. Also, wir sehen uns gleich wieder. Gegen wen geht es denn im Finale? Das sehen wir gleich. Und jetzt gleich gibt es die Auslosung. Zuerst nochmal die Trainingsergebnisse. Ja, 5x A und Joshua Kimmich ist mittlerweile 75. Ich glaube, den kann man ganz schön hochziehen, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und Kingsley Coman geht auch auf die 73 steil zu. So, aber jetzt schauen wir drauf. Wer hat es denn geschafft? Im anderen Spiel. Dazu müssen wir einmal vorsimulieren. Und dann schauen wir drauf. Auf die Begegnungen. Auf den DFB-Pokal. Wir sehen... Oh, wir haben das Topspiel. Gladbach hat es auch 1:0 geschafft gegen die VfB Stuttgart. Damit haben wir das Topspiel im Finale. Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, das ist ein geiles Ding. Das ist echt ein geiles Ding. Bayern gegen Gladbach. Jawohl. So, Turnierpreisgeld. Ja, kriegen wir ein bisschen was. Und dann schauen wir auf den Kalender. Der ist jetzt fast maximal gefüllt. Also, wir haben Hertha BSC Berlin beim nächsten Mal. Dann haben wir... Topspiel, FC Barcelona. Dann haben wir nur FC Barcelona direkt hintereinander, ohne Zwischenspiel. Dann haben wir den FC Ingolstadt, den FC Schalke, Gladbach, Hannover, nochmal Gladbach. Und zum Schluss vielleicht das Champions League Finale. Vielleicht. So, wir simulieren vor. Getan hat sie nichts. Wir können mal auf die Tabelle schauen. Da sehen wir, es hat sie auch nichts getan. Wir sind noch nicht sicher Meister. Wenn wir beim nächsten Mal mindestens unentschieden spielen, dann sind wir endlich. Endlich wären wir dann sicher Meister. Ja, Leverkusen hat ganz schön nur die Spannung hochgehalten. Und dann schauen wir nochmal, ob wir das schaffen. Also, wie gesagt, beim nächsten Mal können wir nicht die Meisterschaft klammern. Im Berlin Olympiastadion. Naja, leider nicht zu Hause. Aber egal. Spannendes Spiel heute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dabei und ciao.